Ja, wenn diese fiese Nadel nicht wäre, dann würden wahrscheinlich mehr Leute Blut spenden gehen. Einen Kickboxer kann so eine Nadel natürlich nicht schocken. Das wäre ja auch ein bisschen peinlich. Deshalb gehen die Kampfsportler aus Lippe am Sonntag mit gutem Beispiel voran und lassen ihr Blut nicht in den Ring, sondern in eine Konserve für den DRK-Blutspendedienst fließen. Ich kam mir ziemlich klein und unscheinbar vor neben Giovanni Amato, Ex-Weltmeister im Kickboxen und Besitzer von Joe's Gym in Detmold. 2 Meter groß und mit 130 Kilogramm Kampfgewichten, richtiger Brecher. Ein typischer Kampfsportler eben. Mit dem möchte ich mich nicht unbedingt anlegen. Er ist aber ein ganz Lieber. Die liebsten Sportler sind die Kampfsportler. Die sind gerne bereit, auch mal ein bisschen Blut zu lassen. Also nicht nur im Ring, sondern auch mal auf der Liege, um ein bisschen was für die Öffentlichkeit zu tun. Also Kickboxer mal ganz zahm. Die Idee ist auf Giovanni Amatos Mist gewachsen. Stefan Kottmann vom DRK Blutspendendienst OWL fand sie gut und hofft mit der Aktion, mehr Leute zum Blutspenden zu bringen. Es ist natürlich nicht schlimmer als jemand, der eine Operation geplant hat und der kriegt vom Arzt gesagt, hört mal zu, es geht morgen nicht zu operieren, wir müssen erst warten, bis wir wieder Blut haben. Ne? Bereits zum 3. Mal legen sich die Kampfsportler auf die Liege. Giovanni Amato wird von Jahr zu Jahr großzügiger. Ich lasse auch gerne mal 1 Liter Blut da, aber die wollen immer nur 500 Milliliter von mir haben. Weil danach fühle ich mich an sich immer fit, ich könnte nackt da wieder weiter Sport treiben. Das ist vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, obwohl nötig wäre es, denn Blutkonserven sind knapp im Moment, sagt Stefan Kottmann. Es ist im Moment noch nicht so, dass wir nicht liefern können, aber unser Vorrat, der normalerweise für 3 Tage reicht, der ist mittlerweile auf 1/2 Tag zusammengeschrumpft. Und so müssen wir natürlich irgendwo gegenwirken, um halt die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Die Kickboxer, die wollen dagegen wirken. Und ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere Fighter vielleicht doch wegguckt, wenn die Nadel kommt. Marie Niemann, Radio Lippe. Gar nicht nett. Auch wenn Sie kein Kickboxer sind, können Sie trotzdem am Sonntag was Gutes tun und Blut spenden in Joe's Gym in Detmold in der Bahnhofstraße. Radio Lippe, 100% von hier. Die Armschlinge festgezurrt, der Desinfektionsmittelgeruch. In der Luft und dann heißt es weggucken und auf den Pieks warten. Blutspenden, das ist nicht gerade die angenehmste Sache der Welt, aber sie ist wichtig. Und deshalb hat sich das Rote Kreuz zusammen mit den Kickboxern aus Lippe eine etwas andere Blutspendenaktion ausgedacht. Bei einem Kickboxer denke ich nicht direkt an den freundlichen, netten Mann von nebenan. Die richtig großen Brecher sind am Sonntag aber mal ganz brav. Da wird's zwar blutig, aber nicht brutal. Die Kickboxer wollen etwas gegen den akuten Mangel an Blutkonserven tun und eben spenden. Stefan Kottmann vom DRK Blutspendedienst OWL war von der Idee direkt begeistert. Mensch, man kann das Blut ja auch mal irgendwo in einen gewissen Beutel spenden bzw. für einen guten Zweck spenden. Und ich fand das von Anfang an eine tolle Idee und wir machen jetzt in diesem Jahr das 3. Mal diese Aktion hier in Joe's Gym in Detmold. Nicht nur die alten Hasen schwingen sich auf die Liege und lassen sich anzapfen, auch Nachwuchsboxer wie Alkut Engin wissen, wie wichtig Blutspenden ist. Ja klar, kann ja auch sein, dass wir mal eine Verletzung haben, dass wir auch oft dann mal Blut brauchen, das kann ja auch vorkommen und deswegen ist das auch wichtig. Niki Reile will mal ganz oben mitboxen und als echter Sportsmann ist Hilfsbereitschaft für ihn Ehrensache. Ich helfe grundsätzlich immer gerne, das habe ich schon immer getan und ich weiß nicht, ich habe auch einen Organspendeausweis. Ich habe einen Bruder, der sitzt im Rollstuhl, der hat auch sehr viel Hilfe gebraucht, er hat sehr viele OPs gehabt und ich denke, daher kommt das einfach, dass ich helfe, wo ich kann. Also auch wenn ich vorher dachte, boah, den will ich allen aber nicht allein im Dunkeln begegnen, dieses böse Image ist Quatsch. Wir sind irgendwie die liebsten Leute. Ich finde es komisch, welchen Eindruck wir manchmal auf andere Leute haben, aber ich hoffe, es hilft dabei, den zu verändern. Also Jungs, bei mir habt ihr es geschafft, wirklich ganz lieb, auch wenn sie nicht unbedingt so aussehen. Wenn Sie die Jungs ganz zahm auf der Liege sehen wollen, dann kommen Sie am Sonntag in die Bahnhofstraße in Joe's Gym nach Detmold. Marie Niemann, Radio Lippe. Und am besten lassen Sie es nicht nur beim Gucken, denn Blutspenden kann jeder Erwachsene, der gesund ist. Von 11 bis 16 Uhr stehen die Liegen für Sie bereit und einen Kakao zur Stärkung. Den gibt's im Anschluss natürlich auch.